Meine Damen und Herren, geliebtes Publikum. Ich verlese ein Memorandum, das heute in den meisten Theatern Europas vor der Vorstellung in der jeweiligen Landessprache verlesen wird. Heute ist der 1. Februar 2022. Zum 10. Mal begehen wir nun den Europäischen Theatertag der Toleranz. In ganz Europa erstarken rechtspopulistische Parteien, die das Ziel verfolgen, zum Nationalismus des 19. Jahrhunderts zurückzukehren, Menschen gegeneinander aufzuhetzen und Mauern zu bauen. Sie verbreiten Lügen darüber, dass das Wohl für die Menschen bedeuten würde. Doch wohin der Nationalismus führt, haben wir im 20. Jahrhundert schmerzlich erfahren müssen. Wir Theaterleute stellen uns im Sinne der Aufklärung und der Tradition unserer Kunstform an die Seite derer, die sich für Freiheit einsetzen, den sozialen Frieden, für Offenheit, Neugier und Menschlichkeit. Wir stellen uns entschieden gegen die Leute, die die Idee der europäischen Einheit und Solidarität und die Gültigkeit der Menschenrechte in Frage stellen. Deshalb wollen wir uns in unserem Land und in unserer unmittelbaren Umgebung für die Schwächeren einsetzen. Wir wollen mit unserer Theaterarbeit das Trennende in der Gesellschaft überwinden, Neugierde erwecken und die Sinne für gesellschaftliche Wahrheiten schärfen. Zum gemeinsamen Wohl aller Menschen, für den Frieden und die Freiheit in Europa. Gerade inmitten einer Pandemie ist es besonders wichtig, sich nicht von Angst und irrationalen Befürchtungen leiten zu lassen, sondern Vernunft, Menschlichkeit und Toleranz zu den Leitlinien seiner Entscheidungen zu machen. Selbst wenn jemand die Methoden der Wissenschaft für weniger vertrauenswürdig hält als herbeifantasierte Wahrheiten, lassen wir einander nicht fremd und feindlich werden. Denn wir Menschen sind doch alle frei und gleich an Würde, Rechten und Pflichten geboren. Wir sind doch alle Bürger einer Welt. Je größer unsere Fähigkeiten, desto größer ist unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft unseres Landes und unseres gesamten Planeten. Heute ist der 1. Februar 2022. Begehen wir heute gemeinsam zum 10. Mal den Europäischen Theatertag der Toleranz. Gezeichnet Markus Kupfer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Theaterabend. Danke.